So, liebe Freunde, das war's also gegen Sandhausen. Endlich mal gewonnen. Es war das zweite Mal, denn bisher ging gegen die Sandhäuser eben so gut wie nichts. Naja, sagen wir es mal so, es war nicht unbedingt Gourmet-Fußball. Das hatte schon was mit weiten Schlägen zu tun und man musste auch manchmal ab und zu ein Bauchkrummeln ertragen, denn im eigenen Stadion 1-5 Ecken, sagen die Spieler, und wir haben 3-1 gewonnen. Ja, 3-1 gewonnen, sage ich dazu. Wir nehmen den Mantel, den Übergangsmantel, und legen ihn drüber. Wir dachten zwar schon nach Union Berlin, wir sind weiter, aber Fußball ist ja verrückt. Erinnert euch, Pokal 0-5, Gladbach, ne, zu Hause gegen Leverkusen, und Dresden spielt gegen Köln. Und darauf bin ich gespannt. Auf Köln, wie sie sich dort präsentieren. Das wird ein sogenanntes Spiel der Nagelprobe. Und wir gucken uns aber jetzt erstmal Sandhausen an und alle die, die was zu erzählen haben, sind drin. Und dann fahren wir zusammen nach Köln und dann feiern wir 11.11. 11.11. In diesem Sinne. Frage, die uns alle angeht. Wieso habt ihr in Stuttgart überhaupt die Direktverbindung zu Zimis Grätsche? Ich würde wohl sagen, weil also wir sind wegen die Schwiegereltern, Oma und Opa hierher gefahren und ja, sind heute zum Spiel, haben Karten gekauft vorher und haben heute halt waren heute voll begeistert und wollten mit dir unbedingt ein Interview. Und heute bringst du den Enkel mit? Oh, ich bring den Enkel mit und der ist durch und durch Dynamo-Fan. Seit 2 Jahren. Aber du wohnst in Stuttgart? Ja. Wir wohnen beide in Stuttgart, aber er ist in Dresden geboren. Er war ein Frühchen. Was war das? Ein Frühchen. Wir waren zu einer Feier und der junge Mann ist dann hier früher gekommen und ist im Dresdner Krankenhaus in der Uniklinik geboren worden. Aha. Ja, das ist fast nicht nachzuvollziehen, aber es war so. Und da hat er Glück gehabt, dass er praktisch Sachsenluft geschnuppert und ja, und er ist durch und durch jetzt Dynamo. Ist doch sensationell, dass solche Leute das Geschichten wie die das anderen, Leben schreibt, oder? Nämlich 27.240 sind noch gekommen, um hier den Champions League Gegner Sandhausen zu beobachten oder was oder warum? Nee, das ist ja irre, gegen Sandhausen. Nein, ich wollte einen Sieg wieder mal sehen nach den 3 Unentschieden in den Ostderbys. Wollte ich denn endlich den Sieg sehen und du weißt aber, dass Sandhausen keine leichte besiegen Mannschaft Nein, die haben sie nur einmal gewonnen. Nein, Sandhausen, es war für mich ein Muss heute der Sieg. Weil Sandhausen hatte das schließlich das Pokalspiel in den Knochen und da habe ich gedacht, heute Dynamo muss das Spiel gewinnen. Aber schlecht waren die nie? Die waren nicht schlecht. Dynamo ist ja Dynamo, oder? Mhm. Ja, Dynamo ist Dynamo. Und Dynamo hat aber nur 3-mal hier zu Hause gewonnen bisher. Heute mit dem. Ja. Und das heißt also, die Festung, Stadion wie damals gegen Roderstern. Ja. Das waren natürlich Zeiten, dann die Zeiten, das waren für mich der Traumsturm mit Heidler, Riedle und Heidler, Riedel und Kotte. Kreische. Hör mal. Häfner. Sammer. Ja. Ganzerra. Hör mal. Geier. Ja. Das sind Zeiten alles. Wo spielst du? Ich bin leider kein Fußballer. Was, du gehst zur künstlerischen Gymnastik oder was? Nein, also ich habe Fußprobleme seit ein Dreivierteljahr. Ich habe Knicksenkfüße, habe Schrauben in die Füße bekommen. Das habe ich doch auch gehabt und trotzdem bin ich Kellner geworden. Knicksenk und Spreiz. Ja, und Stinkfuß, was denkst du, was ich hatte? Nee, auf jeden Fall habe ich vor, in den nächsten Monaten mit Boxen anzufangen. Mit Boxen? Ja. Ja, dann muss ich durchs Leben boxen. Na gut, gucken wir an. Ich meine, die Nase hat es schon platt. Ne? Ja, ist schon ein bisschen platt. Du, das ist aber eine gute Idee. Weißt du warum? Wieso? In Deutschland gibt es zurzeit keine richtigen Boxer mehr. Maske, alle weg. Jetzt kommst du. Ja, hier, das ist ein sympathischer, der war noch nie bei mir vor der Kamera. Genau. Ich habe mir es immer so gewünscht. Siehst du, wo kommst denn du her? Hohenstein-Ernstthal vom Sachsenring. Guck an. Er hat noch Ernst Degner Fernsehen, Mike Hailwood. Nee, Hailwood habe ich nicht mehr Fernsehen. Nee? Nee. Nur vom Hörensagen. Ist noch jung jetzt? An Jahren? Nee.
52. Na ja, gut, das ist aber trotzdem. Ne? Ja. Und wer, bitteschön, treibt dich zu Dynamo Dresden, zu einem Spitzenspiel gegen Sandhausen? Das interessiert mich. Seit 81 sind wir unterwegs. Das heißt also einmal Dynamo, immer Dynamo, das ja, haben wir festgestellt. Und wie gesagt, und heute, das war doch, pass mal auf, also wie würde ich es jetzt beschreiben, das Spiel? Das war ungefähr so, wie wenn ich anfange, Essen zu kochen. Ne? Und verwirze mich etwas, ziehe 1:1 Ausgleich und versuche dann wieder mit ganz anderen Gewürzen das Essen wieder auf das zu neutralisieren. Das funktioniert nicht. Aber was war denn das heute? Das war doch eine schwere Geburt, das war wir hier schon hatten. Ne? Frühchen. Mehr als schwere Geburt. Ich hatte dann eigentlich Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich schon erwartet, jetzt passiert es wieder. Da hatten wir aber Glück, dass die Sandhäuser das Ding von vor 48 Stunden noch im Knochen hatten gegen Heidenheim, das 0:3. Naja, nicht bloß das. Ich war ein bisschen Unvermögen. War schon. Ist halt, ich denke mal, die stehen nicht umsonst dort, wo sie jetzt stehen. Also sagen wir es mal so. Das Ergebnis übertüncht alles. Ergebnis ist okay. 3 Punkte ist wichtigste. Haben wir jetzt 18. Vom Spielerischen, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Ja, oder mehr oder weniger enttäuscht. Aber jetzt sind die 3 Punkte wichtig. Die haben sich in der Pause, haben die sich im Kreis, na, warum kam die so spät? Haben die nochmal einen Kreis gemacht und gesagt, das dürfen wir nicht verlieren. Am Ende haben sie es wirklich 3-1 Benatelli. Das Tor, was er gegen Aue hätte schießen müssen, hat er diesmal gemacht. Das war der Hammer, ja. So schön. So einfach kann es eigentlich gehen, ne? Rico, wir wollen wissen, wie wir am besten und am kürzesten nach Köln kommen. Nach Köln? Du würdest da hinfahren. Ja, fahre ich. Könnte auch in Ludwigshafen mittlerweile. Ja. Von Ludwigshafen? Am Rhein, ja. Um Gottes Willen, was machst du denn dort? Flugzeuge bauen? Nee. Aber das ist dort, ne? Ja. Was machst du in Ludwigshafen? Wohnen. Einfach so. Ja. Und dann kommst du Sonnabend, freitags hierher? Mhm. Ja. Weil du nie gefeiert hattest zu Hause, oder wie? Genau, deswegen, ja, genau, weil ich Zeit habe. Ja. Du hast Jahreskarte. Bei den Namen. Und wohnst in Ludwigshafen. Ja. Das sind die Alten, der alte Stamm. Natürlich klappt es immer, ist klar. Und ich kenne die Arbeit, ja. Daher kennen wir uns ja. Und. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Alles durcheinander, ja. In einem Satz das Spiel eingeschätzt? Oh, das Spiel war schwach. Dynamo Dresden hat 3:1 gegen Sandhausen. Alle haben es erwartet. Was anderes hat überhaupt nie zur Debatte gestanden. Sind das die ekligsten Spiele oder hat Sandhausen vor 27.000 fast Europapokalkulisse bewiesen, dass sie Angstgegner von Dynamo sind? Oder wie soll man das Spiel mit dem schönen Resultat, das Resultat ist schön, wie soll man das Spiel deuten? Einer, der es wissen muss, ehemaliger Nationalspieler und jetziger Trainer noch? Ich bin zwiegespalten, bin ich. Also zum einen ist es ein Ergebnissport. Fußball mit 3:1 soll erfüllt, will ich mal so sagen. 18 Punkte ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, ist in Ordnung. Auf der anderen Seite erwartet man natürlich immer gerade zu Hause auch ein bisschen mehr Spektakel. Ja? Und ich will mal so sagen, Sandhausen war ja immer ein bisschen Angstgegner, aber die haben natürlich auch einige Leute verloren, denke ich mal, vor der Saison. Haben sich ja nicht so stark präsentiert. War schon im Pokal gegen Heidenheim der Fall, was ich gesehen habe. Insofern bin ich hierher gekommen, wollte eigentlich ein bisschen mehr erleben. Gut. Und vielleicht noch 2 Sätze. Ein bisschen unverständlich die Ausrichtung von Dynamo. Die haben ja praktisch im eigenen Stadion gekontert, genau. Da habe ich nicht viel Offensive gesehen. Schade. Ich weiß nicht, ob eine Fünferkette, wenn man sich hinten an die 16 stellt, nach dem 1 sinnvoll ist. Und das Mittelfeld mit einer großen Entfernung von 60 Meter bis zum Sturm freimacht. Wäre eine Überlegung wert, ein bisschen das zu ändern zu Hause. Das heißt ja, die müssen ja die Bälle langschlagen. So ist es. Waren ja, dann auch, ja, waren ja auch lange Bälle. Ne? Die Tore Nummer 1 und Nummer 2 kamen als Langbälle. Genau so. Ne? Da war die Abwehr ein bisschen verunsichert von Sandhausen. War ein bisschen gut. Das haben sie dann auch wieder gut gemacht, haben sie wieder reingespielt. Aber ansonsten kommt viel zu wenig über außen und zu wenig Druck. Und, ja. Wir dachten ja schon, nach Union mit den 10 Mann, wir werden weiter. Ja, es sind 2 verschiedene Spiele. Ne? Also auswärts verkauft sich Dynamo gut, das machen sie gut. Das heißt, in Köln gewinnen? Ja, durchaus möglich,
klar, wenn sie gut hinten, wie sie funktionieren hinten und gut stehen und dann versuchen mit schnellen Kontern dann zum Erfolg zu kommen, ist das schon auch praktikabel. Auch zu Hause ist es für mich keine Lösung.